Golf und Actionsport. Gegensätze ziehen sich an. Sie lieben Geschwindigkeit und Nervenkitzel, ob Surfer, Skateboarder, Bassjumper oder Snowboarder. Und gleichzeitig verbindet die Adrenalin-Junkies ihre Liebe zum Golf. Beim Oakley King of Greens trafen sich unlängst ein paar Jungs aus aller Welt in London, um ihren König der Grüns zu krönen. Es ist cool, Leute aus der ganzen Welt hier zu treffen, um miteinander Golf zu spielen und einfach nur Spaß zu haben. Ist schon verrückt, oder? Ja, es ist erstaunlich, wie viele von uns Golf spielen und dass auch Snowboarder gern auf die Kugel eindrehen. Genauso gibt's umgekehrt unter den besten Golfprofis viele, die zur Abwechslung mal die Action lieben, wie Rafael Cabrera Bello, ein Top-Pro der European Tour und leidenschaftlicher Surfer. 21 der weltweit besten Action-Sportler aus 10 Ländern kamen im noblen Windlesham Golf Club zusammen und stellten ihr Können auf den Fairways und Grüns unter Beweis. Darunter viele Single-Handicapper. Ein absolutes Highlight, Beat the Pro. Der Challenge für die Jungs war es, mit nur einem Schlag näher am Loch zu sein als ich. Ein Snowboarder und ein Bassjumper haben mich tatsächlich geschlagen. Sie leben in verschiedenen Welten und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Am Ende ist es die Kunst, sich auf den Punkt konzentrieren zu können, auch auf dem Golfplatz. Das ist die Herausforderung. Nach 18 gespielten Löchern musste schließlich ein Stechen her, um den King of Greens zu ermitteln. Das direkte Duell zwischen dem schottischen Snowboarder Ben Kilner und dem Surfer aus Frankreich Alain Rioux. Ende lochte Kilner zum Par. Das war der Sieg. Wow, das war echt scary, was so viel heißen soll wie schrecklich aufregend. Zum Lohn dafür nahm Rafael Cabrera Bello den Schotten dann mit zum Pro-Am bei der BMW PGA Championship in Wentworth. Die beiden spielten zusammen in einem Flight auf dem Originalplatz dieses Flagship-Events der European Tour. Und sie gewannen. Golf verbindet Welten.